Willkommen bei Unendliche Weiten. Ein Abenteuer ohne Risiko ist Disneyland. Was hast du da? Eine Haiverletzung. Das war ein Tigerhai. Der Zahn vom Hai? Ja. Geht aber wie? Gar nicht. Oh, Sandra, du lebst auch. Hallo. Ja, so halb. Hallo. Ja, ein neuer Tag, neues Glück. Wir befinden uns am zweiten Tag unseres Overnight-Boot-Trips. Sieht ein bisschen anders aus, weil wir sind nämlich wieder hier auf Safari Island. Das liegt daran, dass zum einen das Wetter heute Morgen sehr schlecht ist, war immer noch nicht so toll. Aber vor allem liegt es daran auch, dass unser Boot kaputt gegangen ist. Wir hatten noch gefrühstückt auf dem Boot und dann wollten wir zur Sandbank fahren bei schlechtem Wetter in der Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Aber unendliche Weiten zum Entspannen, Träumen und Mitreisen nach Safari Island auf die Malediven. Das war nichts, weil der Motor ist kaputt. Der fuhr richtig schnell und plötzlich fuhr er nicht mehr. Das heißt, er war richtig kaputt. Die haben es versucht, aber nicht hingekriegt. Wir sind dann umgezogen auf das andere Boot unserer Freunde. Und dann haben wir überlegt, was machen wir beim schlechten Wetter, recht starken Wellengang. Haben wir gesagt, brechen wir ab, bringt so heute nichts. Da ist es hier auf der Insel eigentlich schöner. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier und freuen uns jetzt auf ein leckeres Mittagessen. Auch im Paradies gibt es mal Wölkchen. Sarah ist immer noch auf dem Schiff. Ich schwanke die ganze Zeit jetzt. Jetzt schwankt ja auch. Bis gerade hatte ich gar nichts und jetzt bin ich nur noch am Schwanken. Das schwankt ja auch. Das ganze Restaurant schwankt. Ja, mit Schwankering. Schwankering. Sie schwankt auch. So fühle ich mich gerade. Wow, ja, das ist ja mal, das ist mal wirklich Qualm. So, ihr lieben Sandflies, das war's für euch, würde ich sagen. Man sieht förmlich, wie die Sandflies dahin schmörgeln. Die zerbrutzeln, hoffe ich, die Bösen. Aber ich kann mich nicht beklagen. Heute ist es etwas durchmischt im Paradies. Ja, wir haben das schon gesagt, dass eigentlich das Wetter fast langweilig ist hier für die ganzen Videoblogs, weil wir hatten immer super Wetter. Und heute ist das erste Mal, dass eine geschlossene Wolkendecke gibt, aber trotzdem, es leuchtet immer noch. Man kann baden gehen, man kann natürlich schnorcheln gehen. Was wir jetzt gar nicht gemacht haben, weil wir sind irgendwie kaputt. Also der Tag gestern, der war so wunderschön und überhaupt die ganzen Tage haben uns immer sehr zusammengerissen, nicht zu schlafen, weil wir nichts verpassen wollen. Aber heute haben wir das Wetter dann mal nutzen können und tatsächlich mal so 2-3 Stündchen geschlafen auch. Einfach nur rumgegammelt und ja, jetzt ist schon wieder 16:30 und jetzt geht's gleich mal ein bisschen Cocktail trinken. Und dann geht es zum obligatorischen Sonnenuntergang. Und wir haben, die Insel wurde gerade mal wieder, ich weiß nicht, wie oft die das machen, alle paar Wochen mal oder alle 2 Wochen, gehen die über die Insel und dampfen die Insel ein mit irgendeinem neuen Mittel, um die Sandflies hier zu bekämpfen, die teilweise eine Plage waren. Ich bin gar nicht betroffen, Sandra ist betroffen, also meine Frau ist betroffen, Sarah ist schon lange betroffen.
Und der Chris hat auch nichts. Von da ist es ganz unterschiedlich, aber mit No Bite und mit dem Brutzler, also diesem heißen Stift, den man draufhalten kann, geht das schon ganz gut. Man darf ja nie vergessen, dass es hier immer schön warm ist. Egal wie, selbst wenn es regnet, es ist ja warm. Auf dem Boot möchte man jetzt nicht unbedingt bei Regen draußen sein auf Dauer. Das ist dann doch ein bisschen unangenehmer, weil dann auch sehr viel Wind noch dabei ist. Aber selbst wenn es hier regnet, dann ist das warm und man könnte schwimmen dabei. Es ist trotzdem schön und das Meer hier gerade in der Lagune leuchtet trotzdem. Und deswegen ist das alles ganz egal. Und jetzt ist es ja bewölkt, sind blaue Teile dabei, die Sonne scheint da vorne trotzdem. Und es ist trotzdem ganz tolle Atmosphäre hier und wunderschön im Paradies. Voll der Angst, Pitek. Der will da weg. Der krallt sich fest und der denkt, er ist eingeklemmt. Aber süß, oder? Ja. Ich dachte, du wolltest ihm jetzt einen Kuss geben. Ich stoß mit dir an, Schatz. Ja, ich muss das ist mein obligatorischer in die Augen gucken. Ja, dein Gesicht haben wir jetzt nicht drauf. Schatz nicht mehr ganz so unbeteiligt ist, was die Bites der Sandflies betrifft, vielleicht auch Moskitostiche, wie auch immer. Hole ich mal jetzt den Brutzler. Hallo. Hole ich mal den Brutzler. No, bite away, damit wir die wegbrutzeln können, die juckenden Stellen. Ein Flughund, den man endlich mal ein bisschen besser sehen kann. Ah, sehr schön. Habe ich mal eine leicht kortisonhaltige Creme geholt und den Brutzler. Mal gucken, ob die Creme noch zusätzlich hilft, dass das Ganze noch mal erheblich vereinfacht wird mit den Sandflies. Ist kein wirkliches Problem, aber es stört natürlich auch, wenn es mal juckt. Ich drehe gerade am Rad. Es hat nichts gehalten, auch dieser By the Way nicht. Und jetzt habe ich, wir hatten Cortisonsalbe dabei vom Hautarzt zufällig. Und ich glaube, das ist jetzt das Wundermittel, was gegen diese Stiche vielleicht helfen kann. Thank you.
Die Heimat des Abenteuers ist die Fremde. Abonniert gerne kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Oder schaut euch andere Folgen von Safari Island an.